So, dann sind wir heute nochmal hier. Herzlich willkommen. So, was heißt wieder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das hochladen soll. Ich habe halt von hier aus schon mal gespielt und dann habe ich zweimal versagt. Nein, ich habe zwei Folgen gehabt, aber ich habe versagt und ich habe aber nicht zwischengespeichert. Und darum muss ich jetzt, also es gibt noch zwei Folgen, die ich von hier aus gespielt habe und wo es nicht geklappt hat. Ich weiß jetzt, woran es gelegen hat, dass es nicht geklappt hat. Muss aber kurz mal gucken, ich will nicht spoilern. Ich weiß noch nicht, ob ich die überhaupt hochlade. Genau, erstmal müssen wir jetzt in die nächste Zeit vordrücken. Das ging relativ schnell, ich glaube, eine halbe Stunde hat das gedauert. Können wir machen. Wir könnten uns aber auf jeden Fall noch mal. Wir müssen uns auf jeden Fall um die Finanzen kümmern. So. Das wollte ich jetzt mal. Ich wollte gucken, ob ich mir den Golfplatz schon leisten kann. Der müsste aber hier sein, genau. Also den Golfplatz, die Feuerwehr. Das wollen wir auf jeden Fall noch bauen, bevor wir. In die nächste Zeit übergehen. Ich weiß, wo ich die Feuerwehr baue. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wo es hier Uran gibt und da bauen wir dann ein Atomkraftwerk. So, Schokolade exportieren läuft das schon. Wir haben Kakao, aber ich glaube noch keine Schokofabrik. Ah doch, die ist hier, die wird gerade gebaut. Müsste jetzt die fünfte Folge sein, oder? Die haben wir schon gebaut. Wir könnten schon mal den Hafen hier bauen. Nee, da haben wir keinen Hafen. Falsch rumgestartet. So, das reicht. Ah, hier ist das. Genau, hier kann man mit Tunneln rein. Nur den Ort finden, wo der Tunnel anfangen darf. Gelände zu nehmen. Muss er hier irgendwo wieder rauskommen? Oh, ist das nervig.
Darum baue ich so ungern einen Tunnel, aber hier war gerade, ne? Keine Ahnung, wo gebaut. Letztes Mal hat das auf Anhieb funktioniert. Da hatte ich zwar auch erst Sorge. Und wo war ich denn hier eben? Herrlich. So also Straßen und so ein Quatsch zu bauen, ne? Das haben die echt kompliziert hingekriegt. Mir ganz egal, wo der Tunnel aufhört. Hauptsache, er hört hier irgendwo auf. So, ist nicht wahr, oder? Na komm, ich will mich jetzt erstmal um den Golfplatz kümmern, sonst. Ist das gleich noch völlig weg? Spielt keine Rolle mehr. Wird die Schokolade immer noch nicht produziert? Was ist denn da los? Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente. Volk von Tropico, ich bin es, euer Präsident. Ihr habt euren Glauben an mich bewiesen und dieser Glaube soll belohnt werden. Jeder Einwohner von Tropico wird bekommen, was er verdient. Und ich muss was ist mit meinem Volk? Umsteigen. Ich fühle mit euch, wenn eure Wände bröckeln und eure Dächer tropfen. Falls ihr Dächer habt. Bald jedoch. Dächer für alle und Wände für viele. Ist hier schon eine Feuerwehr? Während wir aufblühen, soll Gott ja unsere wunderschönen Küsten nicht verlassen. Unsere spirituellen Freunde garantieren das, weswegen wir in ihrer Schuld stehen. In diesem Leben und dem nächsten. Wählt also El Presidente für die Zukunft, die ihr verdient. Ihr alle. Viva Tropico!
Tja. Wollen hier ein Rohr verlegen, jetzt lassen wir zu. Ja, gut, Zuredner Es ist ein verloren. Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Mit Und nur. natürlich plus 5 für Kapitalisten. Ah, ich sehe schon, das ist so. Ich hatte das eben immer die ganze Zeit ganz anders versucht. So, da haben wir da drei. Mal solche Leute stehen. Feuerwehr daneben, damit nichts passiert, damit wir es außer Füße haben. Ein Atomkraftwerk. Sobald wir es uns leisten können. Und ein Kino müssen wir noch bauen. Können wir uns jetzt auch nicht leisten. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. Die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Ja, das ist das, wenn man das Auto ständig polieren und waschen muss, weil es so schön aussieht. Alle Ich sagen, möchte wenn Sie jetzt man nicht beunruhigen, aber ich benötige zu so diesen ein Auto Angeboten hat, recht erwartet schnelle man das. Entscheidungen. Die Umweltschützer. So, was wollten wir bauen? Kino. Aber nicht hier hin. Muss schon ein bisschen mehr zu der Bevölkerung. Und ja, dann müssen wir uns gleich darauf vorbereiten, wenn wir dann in der nächsten Zeit sind, dass unser großes Gefecht eher diplomatischer Art sein wird und nicht militärischer Art. Da hatte ich mich letztes Mal verkalkuliert. Es war gut, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Gerne wieder. Ich habe Können wir gesehen, uns noch dass was diese Dinge leisten? erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Wie Was viel, sagen Sie? wie schlecht geht's denn den Umweltschützern, dass wir da nichts kaufen? Ah, okay. Gut, beim nächsten Mal können wir noch mal die Umweltschützer kaufen oder so. Aber jetzt bauen wir erstmal das Atomkraftwerk.
Da muss ja sein. Denkt man nur dran, das hier ist alles wichtiger. Angriff ist die beste. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen. Wenn über 50 ist, immer freie Wahl machen. Wo ist das? Wir müssen doch hier noch bauen. Ja, Botschaft müssen wir sowieso noch bauen. Kommen wir nicht drum rum. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von so könnten wir zufälligerweise zuerst. So, wir sind ja noch nicht in moderner Zeit. Dann wollen wir die Verfassung einfach mal so bestätigen. Keine Gewaltenteilung. Können wir eigentlich aufheben. Genau, das ist Bildung. Atomprogramm. Ein bisschen Geld kostet es. Sollen die hier ein bisschen rumrödeln? Was bringt Macht, wenn sie nicht genutzt wird? Sie wird. Müssen wir jetzt die Steuern senken? Ist nun wirklich nicht nötig, oder? Ich würde uns als Freunde bezeichnen. Wie viel kostet das denn? Naja. Wer sich mit jedermann gut. Es war gut, mit ihnen Geschäfte zu machen. Dürfte ungefähr zu null rausgehen. Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal, natürlich. Also wir könnten schon mal so ein Transportunternehmen da wieder hinbauen. Sicher ist sicher. Brauchen wir sowieso bald. Mit zum Ostblock ein bestimmtes Verhältnis. Jetzt will ich glatt mich nochmal mit denen annehmen. Obwohl, das lasse ich lieber. Nur für so ein paar Kröten.
So. Volle Breitbande. Ich weiß, dass dem Militär die Wichtigkeit der Industrie klar ist. Denn wir stellen seine Waffen her. Ihre Spielzeuge kommen aus meinen Fabriken. Ich hatte wieder diesen Albtraum, Präsident. Jetzt haben wir kein Geld. Bauen wir zuerst den Nachtclub. Atomraketen! Die Zukunft der Kriegsführung? Oder weltvernichtender Wahnsinn? Ein neuer Bericht des Palasts kommt zu folgendem Schluss. Streng geheim. Das ist der Eingang. Atomkraftwerk haben wir schon entwickelt. Bezahlen dann die Botschaft, dann bauen wir sie doch ruhig jetzt schon. Weil ich weiß, wir müssen nachher noch zwei Botschaften bauen. Auf jeden Fall, um das Ziel erreichen zu können. Verschlüsseln Sie sofort diesen Kanal. Das Codewort ist Borscht. Wir haben 20 Sekunden ab jetzt. Ich nehme mal lieber das Geld aufs Schweizer Bankkonto. Ich bin mir zwar jetzt nicht sicher. Ich habe gesehen, dass diese Dinger erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagt? Ist ja alles irgendwie interessant. Glatt mal um finanzielle Unterstützung fragen. Genau, kriegen wir auch glatt. Sie sind bei meinen Freunden nicht sonderlich beliebt, Präsidente. Sie sagen, Geld sei das... Stellen wir sowieso her. Hm. 35.000. Der Nachtclub wird gebaut, oder? Ja, doch. Angriff ist die beste Ich bin gerade am Überlegen, versuchen wir gerade noch das Geld zuerst zu erhöhen? Die Finanzen?
Das können wir auf jeden Fall auch beides machen. Das bricht uns kein Bein ab. Okay, jetzt bräuchten wir am besten so ein kleines, dickes Konto. Weil da kommen ja doch noch einige Kosten auf uns zu. Genosse, lesen Sie diese kodierten Anweisungen, verbrennen Sie dann das Kommuniqué und essen Sie die Asche. Ein Kontrollpunkt, also günstiger können wir denn da nie drankommen, den Kontrollpunkt. Ach ja. Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen... Über 100, das ist doch alles. Wir erhalten Meldungen über die Beschädigung öffentlicher Gebäude in Tropico durch überraschend organisierte Vandalen. Keine Sorge, so, dies ist definitiv kein Rebellenangriff. Präsidente, ich bin inspiriert. Ich habe das Problem des Kapitalismus. Genosse, lesen Sie diese kodierten Anweisungen, verbrennen Sie dann das Kommuniqué und... Feinde überall. Ich werde euch alle besiegen. Wohin ich gehe, geht Tropico. Wo sind wir denn? Ja, zurzeit haben wir Plus. Sollten wir noch eine Zeit lang ausnutzen. Ein kleines Polster kann auf jeden Fall nicht schaden. Vielleicht sogar gucken, ob wir noch irgendeinen anderen Handel treiben wollen. Zucker, naja, man kann mal versuchen, ob noch was übrig ist, obwohl dann hätte er eben auch Schokolade hergestellt. Wir scheinen Gummi zu haben. Wird nicht nachgefragt. Leder haben wir auch auf jeden Fall, können wir ja mal machen. Da müssen wir jetzt was Neues kaufen, nicht wirklich schlimm. Ja, wir könnten eigentlich ein Bündnis machen. Das ist eigentlich richtig sinnvoll. Kontakt! Genosse, sichern Sie diese Kommunikation! Ach, da müssen wir diesen Quatsch dafür machen, aber das ist nicht schlimm. Was wollten wir haben? Spionage? Klauen wir Wissen, das ist am sinnvollsten. Genau. Nö, wieso muss das sein? Hier steht doch die Feuerwehr. Das verstehe ich halt echt. Man kann das brennen. Und dann nehmen die Feuerwehr. Frieden!
muss durch überlegene Feuerkraft verdient werden. Man kann nicht für nationale Sicherheit... Manchmal mache ich mir Gedanken über Ihre Beichte, Präsidente. Es könnte wohl einige Zeit dauern. Was wollen die alle noch? Also, Spionage beenden. Wir sind unterwegs, die zu besuchen, oder? Das machen wir nicht mehr. So, und jetzt die Convencio. Hier daneben gebaut. Und das auch alles seine Richtigkeit hat. Möbel könnten wir auch noch versuchen herzustellen. Müssen wir sowieso sehen, dass wir irgendwas machen. Was annähernd sinnvoll ist. Könnte man noch mal so ein Förderungsprogramm kaufen. Oder? Für ein Sägewerk. Mindestens eins. Und für zwei oder eine Möbelfabrik. Aber im Endeffekt haben wir das Geld schon wieder dann draußen. Wenn wir zwei Sägewerke und eine Möbelfabrik bauen. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch was anderes dazu. Mit einem Industrialisierungsprogramm können wir weit genug vorausplanen, um Geld zu machen, aber nicht so weit, dass wir uns... So, hier eine Möbelfabrik hin geklatscht, da noch eine. Jetzt noch ein Holzfäller. Nur damit das alles seine Richtigkeit hat. Dann, oh, was gibt's hier noch? Schiffsfabrik könnte sogar auch noch dazu passen. Na gut. Wenn er nicht will. Das kommt dann irgendwann gleich. Sie sind ein Freund der Erde, Präsidente. Als Gegen... Gerade hier ganz schön viel zu tun eigentlich. Jetzt mal kurz gucken, ob es dahin passt. Aber bauen können wir das jetzt sowieso noch nicht. Ja, lassen wir hier dafür den Platz. Dann passt es schon. Hier könnte dann vielleicht noch so eine zweite Botschaft hin. Oder sogar hier irgendwo hin. Wir können nochmal um finanzielle Unterstützung bitten. Wir haben ja genug.
Zufriedenheit dort. Was mich gerade noch mal echt interessiert. Ich laufe zu viel herum. Präsident. Ah, er ist fast da. Wieso hat er denn den Umweg über die Alpen genommen? Hätte doch hier durch unseren schicken Tunnel. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Ich sollte Penultimo verhaften. Nur um sein Gesicht zu sehen. Dann gibt's jetzt die Belohnung. Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen, tun oder sagen Sie gar... So, wir müssen sowieso warten, bis die... Eine gute Tat, Präsidentin. Zweifellos ohne jegliche Gedanken an eine Belohnung. Natürlich. Klar. Hauptsache, ihr mögt mich. Damit die politischen Verhältnisse stabil bleiben. Hatte ich das Kolosseum schon geklaut? Scheinbar noch nicht. Muss ich das gleich noch machen. Fände ich jetzt nämlich die beste Möglichkeit. Die Berichte über Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der neue, verzweifelte mit der Wartezeit umzugehen. Sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Aber zuerst muss die Spionage beendet sein. Obwohl hier steht, hat schon... Der Raub ist bereits beendet. Ach so, dann haben wir es ja doch schon. Das wusste ich jetzt nicht mehr, weil ich schon gespeichert habe und so. Weil mir da ja was dazwischen drin schief gegangen ist. Wo steht denn das Kolosseum? Ach, hier. Wird nicht gut besucht. Immer noch dieses Problem. Naja. Brauchen wir uns jetzt keine große Mühe drum zu machen, wir müssen das sowieso nochmal neu platzieren. Aber das spoiler ich schon wieder. Um irgendjemanden zu bestechen, können wir die auf diese Insel hier alle platzieren. Aber vielleicht warten wir, bis wir so eine Million angespart haben. Dann traue ich mir das auf jeden Fall zu. Wobei ich jetzt schon fast der Meinung bin, wir könnten es nochmal versuchen. Natürlich müssen erst die Möbel fertig sein. Jetzt haben wir hier so viel Industrie gebaut. Jetzt wird sich fast sogar noch ein Hafen lohnen. Fällt mir gerade ein. Wir müssen hier die Straße eigentlich wenigstens, damit das auch alles abgeholt werden kann. Gehen wir hier so davon aus, das wird alles gemacht. Pustekuchen.
Bürger verlangen nach Wahlen. Wen loben wir diesmal in den Himmel? Volk von Tropico, ich bin es, euer Präsidente. Ihr habt euren Glauben an mich bewiesen und dieser Glaube soll belohnt werden. Jeder Einwohner von Tropico wird bekommen, was er verdient. Und was ist mit meinem Volk? Ich fühle mit euch, wenn eure Wände bröckeln und eure Dächer tropfen. Falls ihr Dächer habt. Bald jedoch. Dächer für alle und Wände für viele. Unsere Anstrengungen werden von unseren kommunistischen Genossen unterstützt. Für jeden, was er braucht und von jedem, was er leisten kann. Gleichheit für alle. Besonders für die, die gleicher sind als die anderen. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin stolz, Tropicos Präsidente zu sein. Viva Tropico! Kontakt. Genosse, sichern Sie diese Kommunikation. Ah, hier ist kein neuer Überfall am Laufen. Die Ausgaben sind jetzt wieder höher. Vielleicht ist es am sinnvollsten, einfach in die nächste Zeit zu gehen und das alles auf sich zukommen zu lassen. Und das hat natürlich auch wieder mit dem Hafen zu tun. Wir müssen mal gucken, wie viel fliegt hier noch rum, was verkauft werden kann. Hier werden die Möbel verkauft. Ja, die haben kein Holz. Heißt Baumstamm. Das fliegende Auto ist in Tropico angekommen. Die momentane Flugdauer liegt bei unter einer Sekunde. Aber unsere Wissenschaftler arbeiten hart daran, dies zu verbessern. So. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen. Gemogelt wird hier nicht.
Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von der sprichwörtlichen Sorte, nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Sabotieren Westmächte und findet das nicht statt. Hat er wieder irgendwas? Dieser Überfall Bildschirm hat manchmal seine Tage. Die Überfallpunkte werden noch produziert oder was? Aber dann müsste es doch hier eigentlich in der Warteschlange stehen. Das ist auch Spionageakademie? Nein. Egal. Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen, tun oder sagen Sie gar nichts. Oh, die Westmächte. Importhandelsroute. Warum denn der Quatsch? Naja, am liebsten Bäume. Da haben die keinen Import, haben die nur Export. Die haben keine interessante Route, aber gut. Müssen wir das wohl machen. Sowieso nur entweder es funktioniert oder es funktioniert. In den Straßen Tropicos ist ein neuer Sport namens Rebellion in Mode gekommen. Andererseits könnte mir das sogar egal sein. Dass die Ausübung von Rebellion ohne Spiellizenz illegal ist. Was? Wir haben nicht genug Strom. Kann ja wohl nicht sein. Warum ist es nicht funktionsfähig? Gebäude brennt. Was macht die Feuerwehr bei mir? Die steht daneben und schaut zu, oder was? Wow, das wäre hier eigentlich eine richtig gute Situation, glaube ich. Ja, das ist Präsidente, die Welt dankt Ihnen. Ihre Standhaftigkeit ist ein Stützpfeiler der Freiheit. Und dann gib mal Geld.
Das Paket ist frankiert. Wenn Sie verstehen, tun oder sagen Sie gar nichts. Ich verstehe alles. So, jetzt stell endlich noch mehr Möbel hin. Sag mal. Die Berichte über Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. Der neue, verzweifelte Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Wer greift mich denn an? Achso. Die Gorillas. Jetzt stehen die da rum. Und jetzt? Vielleicht ist da hinten auch schon. Nee, lass mich mal in Ruhe. Dann kommt halt die Blockade. Das überlebe ich auch. Wie schlecht geht es denen denn? Ich verstehe das gar nicht. Kontakt! Genosse, sichern Sie diese Kommunikation. Was könnte man denn importieren? Ja, importieren war Uran. Wenn wir es günstiger kriegen. Sieht das mit Gold aus? Haben wir da mehr? Ja. Na, wo ist das Uran? Dann verkaufen wir es gleich wieder. Sind ja nicht doof. Ist die gleiche Menge. Passt. So macht man Geschäfte. Und darum, weil die Handelsbeziehungen gerade so schön sind. Es ist ein großer Tag für unsere Genossen. Würde ich noch ein bisschen hier verweilen wollen. Wir haben halt mit den Westmächten vielleicht gleich irgendwann Krieg, aber das ist nur eine kleine Übung. So, und jetzt würde ich sagen, mache ich auch nicht den Fehler und speichere das Spiel nicht. Sondern, ich kann euch sagen, die Stunde ist ungefähr um. Sehe ich hier.
Ich speichere gleich. Und gut, wir haben das jetzt hier noch nicht geschafft. Aber im Prinzip, ich kann euch sagen, wie es ist. Wir müssen noch das Atomprogramm hier bauen. Das Gebäude fertigstellen. Und dann müssen wir noch hier die Atombombe da in dem Gebäude bauen. Und das war's. Das heißt, wir haben jetzt volle Kontrolle darüber, wann wir das machen. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. Die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Kunststoffe habe ich jetzt aber, glaube ich, nicht über. Ah, da kann ich Kunststoffmöbel machen. Kann ich drüber nachdenken? Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsident! Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Flugsaurier über den Köpfen. Wer weiß, wer gerade... Wären Sie hier an irgendetwas interessiert? Uranhersteller sofort annehmen. Mache ich doch sowieso die ganze Zeit. Ich wollte nur mal gucken, ob ich irgendwas kaufen möchte, aber da ist nichts dabei. Und dann muss ich noch mal kurz gucken, wie zufrieden die sind. Und ich weiß, ob ich eher Militaristen oder Kommunisten war das. Minus 4 mache. So, Kommunisten sind gerade minimal vor, dann bietet sich das ja an. Das auf die Kommunisten abzuwälzen. Genau, dann müssen wir ein Apartmenthaus bauen. Keine Panik, Präsident! Das ist doch auch angenehm. Nee, das ist eine Baracke. Was ist ein Apartmenthaus? Ah, das hin. Hier wollte ich freilassen, lieber. Jetzt richtig krassen Druck. Weil im Prinzip, solange er keinen Krieg androht, das ist alles Peanuts. Kriegen wir halt alles Geld 3 Monate später. Jetzt, wo wir ein kleines Polster haben, interessiert uns das nicht. So, aber... Präsidente, wir wissen Ihre Hilfe. Genau, ich warte diese Folge noch ab, bis diese Sperre da verhängt wird. Geht doch in der Sperre, oder? Genau, Seeblockade. 3 Monate kein Handel. Sprechen irgendwelche dieser Angebote? Ich wollte eigentlich hier gucken. Ich könnte noch mal eine Delegation senden. Kriegen wir eine neue Aufgabe? Und? Genosse, lesen Sie diese kodierten Anweisungen, verbrennen Sie dann das Kommuniqué und essen... Der Palast ist schöner als dieser Ort. In den Straßentropikos ist ein neuer Sport namens Rebellion in Mode gekommen. Der Palast warnt jedoch, dass die Ausübung von Rebellion ohne Spiellizenz illegal... Ich hätte wegen Ihnen beinahe den Knopf gedrückt, Präsidente. Aber ein weltvernichtender atomarer Flächenbrand wäre zu gut für Sie. Genießen Sie also Ihre Ersatzbestrafung. Danke, danke.
Ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann in alter Frische Januar 98.